Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Wechselstrom. Heute gehen wir ins Detail. Heute berechnen wir Wechselstromkreise. Wir werden sagen, es ist nicht so kompliziert, weil wir können ja schon Gleichstromkreise berechnen. Und ich habe das letzte Mal schon erwähnt, wenn man einfach statt den Gleichstromgrößen einfach die komplexen Größen, die komplexen Zeiger verwenden, können wir alles genauso machen. Wir müssen halt nur mit den komplexen Zahlen rechnen und es kommt alles richtig raus, sofern es sich natürlich um Sinusgrößen handelt, ist eh klar. Ja, es geht ja nur für Sinusgrößen, aber das wollen wir jetzt mal voraussetzen. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie schaut das aus für die verschiedenen Regeln und Sachen und so weiter. Fangen wir genauso an wie beim Gleichstrom. Beim Gleichstrom haben wir mit den Kirchhoffschen Gesetzen begonnen, Gustav Kirchhoffs Gesetz. Also fahren wir da auch und natürlich meinen ersten Kirchhoff 1. Kirchhoff 1, auch genannt die Knotenregel. Was war die Knotenregel? Die Knotenregel war, dass die Summe aller Ströme, die irgendwo zurinnt, 0 Ampere war. Das war die Knotenregel. Und jetzt kommt die AC-Erweiterung, die Wechselstromerweiterung. Und wir haben es fertig. Fertig, ist schon fertig. Ich meine, der Vollständigkeit halber schreibe ich jetzt nur plus J 0 Ampere dazu, weil auch der Imaginärteil muss 0 sein, muss man aber nicht extra hinschreiben. Weil wenn es nämlich kein Imaginärteil gibt, dann schreibe ich den nicht hin. Und dann ist es eine reale Zahl, und wenn die reale Zahl 0 ist, ist alles 0, ist 0, 0, 0, 0. Also braucht man nicht hinschreiben, ich schreibe es halt hin, der Vollständigkeit halber. Kirchhoff 1, alle Zeiger zusammen addiert, müssen im Ursprung der komplexen Ebene liegen, und wir sind schon fertig. Kirchhoff 1, ja. Genau das gleiche wie im DC-Fall. Ja. Schauen wir uns in Kirchhoff 2 an. Kirchhoff 2. Was war das? Maschenregel hat das geheißen. Maschenregel, schön unterstreichen. Summe aller Spannungen in einer sogenannten, in einem Umlauf, in einer sogenannten Masche, war 0 Volt. Und jetzt wieder die Wechselstromerweiterung. Und der Vollständigkeit halber plus J 0 Volt. Also alle in einem geschlossenen Umlauf, ja, oder wenn man die Leitungen verlässt, muss man halt eine Spannungsdifferenz dazwischen annehmen, zwischen zwei Leitungen, aber alle Spannungen in einem Umlauf aufsummiert, müssen 0 ergeben. Ja, Kirchhoff 1. Ja, und jetzt Spannungen liegen üblicherweise an Widerständen. Wir haben mehrere Bauelemente kennengelernt. Wir haben Widerstände, Kondensatoren und Spulen kennengelernt. Schauen wir uns einmal an, was beim Widerstand gilt. Da gilt ja das Ohmsche Gesetz, und ich habe schon mal erwähnt, das ist wichtig, ja. Also ein Widerstand, das ist der Resistor, der Widerstand. Was gilt am Widerstand? Das Ohmsche Gesetz. U ist gleich R mal I. Machen wir wieder die Erweiterung für den Wechselstrom. Machen wir einen Strichel drunter. Und es ist jetzt so, dass der kriegt keinen Strichel drunter. Weil der R ist nämlich ein realer, der ist real. Ja, also das, der R ist nämlich ein R mal E hoch J0. Der hat keinen Winkel, nichts. Das ist eine reale Zahl. Ja. Ja. Schauen wir uns an, was da herausfolgt. Das ist U dividiert durch I. Ja, haben wir gesagt, ich kann genauso gut rechnen. Jetzt bringe ich das auf die andere Seite. Passt. Ja. Das ist also weiter der Betrag von U mal E hoch J Phi U, der Phasenwinkel von U, ja, dividiert durch der Betrag von I mal E hoch J Phi I, der Phasenwinkel von I. Und jetzt erinnern wir uns, wie wir das berechnen. Das ist also U dividiert durch I. Ja. Division der Beträge, was machen wir mit den Winkeln? Die ziehen wir voneinander ab.
E hoch J und jetzt obere minus untere, Phi U minus Phi. Schauen wir, was da steht. R mal, also das ist R, ja, der Betrag von R, und das muss der Phasenwinkel sein. Das heißt, Phi U minus Phi I ist 0. Phi U minus Phi I ist 0. Das heißt, der Phi U muss gleich sein dem Phi I. Die sind beide gleich. Das heißt, wenn ich mir diese zwei Zeiger irgendwie vorstelle, die Winkel der beiden sind gleich. Die drehen sich praktisch im Gleichschritt da. Also die zeigen in die gleiche Richtung. Ja? Und die Zeiger drehen sich dann im Gleichschritt weiter. Sowas heißt in Phase. Wir sind hier in Phase. Also wenn es keinen Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung gibt, ja, es keine Phasenwinkel dazwischen gibt, sind wir in Phase, heißt das. Und weil ich das jetzt komplex hinschreiben will, also den R als komplexe Zahl, als sogenannten ZR, ja, dann ist es R plus J 0 Ohm natürlich. Das ist die sogenannte, so ein Widerstand, wo der aus einem Real- und einem Imaginärteil besteht, heißt Impedanz. Das ist die sogenannte Impedanz oder auch Wechselstromwiderstand genannt. Der besteht aus zwei Teilen, aus einem Realteil und einem Imaginärteil. Und der Realteil hier, der heißt Wirkwiderstand. Das ist der Wirkwiderstand. Impedanz ist der komplexe Widerstand und der Wirkwiderstand ist der Realteil davon. Okay? Und ein ohmscher Widerstand R hat halt nur einen Realteil und ist somit nur ein Wirkwiderstand. Deswegen steht da R. Ja? Gut, das ist also der Widerstand. Dann machen wir Kondensator. Schauen wir, was der hat. Ja, Kondensator. Was war das? Das war ein C. Ja? C hat der geheißen, der Kondensator, Capacitor, jetzt habe ich wieder den dicken C. Was war die Formel von der Kapazität? Ja, Q ist C mal U, haben wir gesagt. Q ist gleich, und da war der C, mal U. Und dann haben wir gesagt, Moment, Q ist die angesammelte Ladungsmenge. Ja, also das rennt da rein, Q, und wenn ich die angesammelte Ladungsmenge durch den Ladungsstrom, der gerade hineinrinnt, also der I da, ersetze, ja? Dann wird aus dem C bleibt das C, und was kommt da hinten? Da ändert sich die Spannung. Also das ist praktisch, wie viel Ladung drinnen ist, und das ist, wie viel Ladung zurinnt. Und da habe ich die Spannung, also habe ich hier die Spannungsänderung, die momentane Änderungsrate der Spannung. Und jetzt Erweiterung, ja? Wechselstromerweiterung, Unterstrich, kann man nicht mal lesen, den Unterstrich, ja? Machen wir ein bisschen fetter. Unterstrich, Unterstrich. Ja. Erinnern wir uns, wie wir eine komplexe Zahl ableiten? Wir multiplizieren die komplexe Zahl mit J Omega. Eulersche Beziehung, E hoch J Phi und so weiter. Gell? Habe ich irgendwann einmal erklärt. Das heißt, das ist gleich unser C. Und jetzt leiten wir an. Graustift. Hier. J Omega ist grau. J Omega und U. Super, gell? Super lässig. So, und jetzt möchte ich das aber eigentlich in dieser Form hier geschrieben haben. Also das U ist gleich irgendwas mal I steht. Im Vergleich zum Ohmschen Gesetz nämlich. Schreiben wir das hin. Ja? Also wir fangen an mit U ist gleich. Und jetzt, was müssen wir hinschreiben? I, aha, ja. 1 dividiert durch J Omega C mal I. Und jetzt behaupte ich was? Das ist genau das gleiche wie minus J mal 1 dividiert durch Omega C mal I. Also meine implizite Behauptung lautet somit,
minus J ist 1 durch J. Ja? Glauben Sie mir es? Nein, ich beweise es. Ja, ich beweise es. 1 dividiert durch J und jetzt erweitere ich oben und unten mit J. Einen Bruch darf ich jederzeit erweitern. 1 mal J dividiert durch J mal J. Ja, wenn das J wieder weggeht, bin ich wieder dort. Das heißt, ich habe da stehen J dividiert durch J². Und erinnern wir uns an die Definition der imaginären Einheit. J ist gleich die Wurzel aus minus 1, also ist J² gleich minus 1. Das heißt, das ist J dividiert durch minus 1 und das ist also minus J. Passt. Ja, beinhart ausgenutzte Definition der imaginären Einheit. Passt. Ja. Und jetzt schauen wir uns das an. Wenn wir so eine Impedanz wieder anschreiben wollen für unsere Kondensator, ja, dann schreiben wir dann CZ ist das natürlich. Und das ist das mal 0 und jetzt sage ich, das ist plus J XC. Ja. Der XC, das ist der sogenannte Blindwiderstand. XC ist also in unserem Fall, wenn das so rauskommt, minus 1 durch Omega C. Das ist der Blindwiderstand des Kondensators. Das ist der Blindwiderstand des Kondensators. 1 durch Omega C, minus 1 durch Omega C. Blindwiderstand klingt komisch, wenn man es distinguiert artikulieren will, dann sagt man nicht Blindwiderstand, sondern sagt man Reaktanz. Reaktanz heißt das auch. Blindwiderstand, wurscht. Ja. Also das ist praktisch genau das gleiche wie 0 minus J 1 durch Omega C und das ist das gleiche wie 0 plus 1 durch J Omega C. Einmal ist das besser, einmal ist diese Form besser. Also ein Kondensator verhält sich eigentlich auch wie ein Widerstand, wie eine Impedanz, wie ein Wechselstromwiderstand. Nur hat es halt diesmal keinen Realteil, keinen Wirkwiderstand, sondern nur einen Blindwiderstand. Und der ist sogar negativ. Okay? Negativer Blindwiderstand. Kondensator. Führt uns noch die Spule. Spule. Spulen wir es ab, die Spule. 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 Was war das Formelzeichen der Spule? Das Formelzeichen der Spule war ein L. Und wir betrachten jetzt nur U ist gleich L mal DI nach DT. Wir betrachten nur den Teil, der wirklich vor der Spule kommt. Den Ohmschen Anteil haben wir da oben. Ja. Wechselstromerweiterung, Unterstrichel, Unterstrichel. Ja. Gleicher Schmäh wie da oben. Jetzt leiten wir ab. Das ist also gleich L mal J Omega I. Ja, super abgeleitet. Ja. Bringen wir das wieder genau in diese Form. Also U ist gleich irgendwas. Also wir haben dann praktisch den ist gleich J Omega L mal I. Das heißt, mein Blindwiderstand XL ist gleich Omega L. Das ist der Blindwiderstand der Spule. Okay? Blindwiderstand der Spule. Und jetzt schreiben wir wieder die Impedanz der Spule hin. ZL ist gleich 0 plus JXL. Das ist also 0 plus J Omega L. Es verhalten sich also alle Elemente, Kondensator, Widerstand, Spule, wie ein Wechselstromwiderstand, also wie ein Widerstand. Es gibt überall das ohmsche Gesetz, auch wenn es dann nicht mehr so heißt, sondern es gibt halt überall U ist gleich Wechselstromwiderstand mal I oder Impedanz mal I. Und diese Impedanz kann aus mehreren Teilen bestehen. Die hat einen Realteil und einen Imaginärteil. Der Realteil heißt eben Wirkwiderstand und der Imaginärteil heißt Blindwiderstand. Und wenn der Imaginärteil positiv ist, dann ist es ein induktiver Blindwiderstand, weil dann kommt er von einer Spule. Und wenn der Imaginärteil negativ ist, dann ist es ein kapazitiver Blindwiderstand, weil dann kommt er von einem Kondensator. Und was das jetzt heißt, ja, was heißt denn das, wenn da irgendein J hinten dran ist?
Ja, was heißt denn das? Für unsere Ströme, für unsere Spannungen und so weiter. Das schauen wir sich beim nächsten Video an. Da werden wir praktisch jetzt so Zeiger zeichnen, ja, und sagen, okay, das ist der Zeiger. Und dann schauen wir uns eine Serienschaltung, eine Parallelschaltung von diesen Elementen an und schauen, ja, wie sind denn leicht die Größen dann so? Ja, wie ist denn das? Wie gut denn das? Zeigerdiagramm von Wechselstromkreisen. Nächstes Mal, nächstes Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.